Herbst ist bei MB Reisezeit, Hausmessenzeit. Wir freuen uns auf diese Termine. Wir fahren ja durch die ganze Republik, von Norden nach Süden, sind gespannt, wie die Anwender auf die Hausmesse reagieren. Das, was die Entwickler ein Jahr entwickelt haben, kommt dann in der Hausmesse, ja, wird vorgestellt, wird diskutiert, wird erörtert. Und wir sind sehr gespannt, wie diese Version Zustimmung findet und angewandt wird. Also wir haben die Hausmesse für die Kunden geteilt. Auf der einen Seite haben wir die Architekten, die Zielgruppe, auf der anderen Seite haben wir die Tragwerksplaner und für jeden was dabei. Es sind immer zwei Vorträge und Workshops gleichzeitig, in denen sich die Kunden dann informieren können über die Neuerungen und entsprechend das dann auch mit nach Hause nehmen und am besten gleich am nächsten Tag ausprobieren. Die Workshops an sich haben den großen Vorteil, dass die Leute locker mit dem Referenten kommunizieren können. Die Leute trauen sich viel leichter, etwas zu fragen, ja, als in dem großen Vortragsraum. Und das bringt so eine Win-to-Win-Situation. Also für den Referenten kriegt ein gutes Feedback und der Anwender bekommt halt auch die Fragen beantwortet, wo er zu Hause vielleicht eine Stunde zum Rumprobieren braucht. Hier kriegt er einen Klick erklärt und schon weiß er, was zu tun ist. Wir zeigen unsere neue Version, präsentieren uns und sind offen für Anregungen und Kritik. Wir haben hier ganz konkret die Möglichkeit, auch Probleme zu lösen, zu besprechen und direkt auch auf den Kunden einzugehen. Mit der MB Workspeed 2013 richten wir uns an Tragwerksplaner und Architekten. Für Architekten beginnt ja eine Projektbearbeitung mit dem Entwurf bis hin zur Detailzeichnung. Und da sind wir besonders stolz darauf, dass wir als einer der wenigen Softwareanbieter im Bauwesen, vielleicht sogar der alleinige, über ein CAD-System verfügen für Architekten und Tragwerksplaner, wobei man in einem Datenmodell bleibt und durchgängig arbeiten kann. Zu unserer Hausmessentournee gehören Städte in ganz Deutschland. Wir versuchen, Deutschland gut abzudecken, von Hamburg bis München, von Dresden bis Köln.